Hallo zusammen, einen habe ich jetzt noch vom Skat Masters, bevor ich das Thema dann auch abschließen möchte. Das Spiel des Tages aus meiner Sicht habe ich mir hier für den Schluss aufgespart, denn wann wird ein Spiel besonders interessant? Entweder eben, wenn es ein sehr gutes Spiel ist, was dann unverhofft nicht zu gewinnen ist, oder eben, wenn es ein sehr schlechtes Spiel ist oder sehr giftig dagegen sitzt und dann plötzlich doch noch ein Sieg möglich war. In dem Fall auch in der dritten Liste. Ich hatte das Spiel gegeben, habe also selber gar nicht mitgespielt, habe jetzt mit in die Karten von Vorhand geschaut, also gekiebitzt, wie man so schön sagt. Und der schaute in diese Karte. Drei bestellte Zehner zu zwei, zu dritt, zu viert und Pik Bube. Das war natürlich kein Spiel. Mittelhand hatte auch nichts. Hinterhand ist für 18 Besitzer geworden und spielte jetzt Kreuz. Der Spieler hier hat eröffnet mit der Herz-Lusche. Ich denke, die beste Idee. Die einfach bestellte 10 willst du im Aufschlag natürlich nicht gefährden. Und die 10 zu viert spielst du auch eher ungern, weil auch die Gefahr am größten ist, dass dein Partner in Mittelhand vielleicht gar kein Karo hat und du es dem Alleinspieler damit unnötig leicht machst. Also Herz-Lusche aus der 10 zu dritt. Vom Partner kam der Herz-König. Der Alleinspieler nahm das Ass. 15 Augen. Spielte Herz-Buben. Spieler musste Pik-Buben legen und jetzt habe ich mir gedacht, ich zeige einfach schon mal hier die komplette Gegenspielhand, um zu demonstrieren, was das manchmal für ein Wahnsinn ist beim Skat. Denn der Spieler hier hat allen Ernstes 5 Trumpf dagegen, noch mit dem Kreuz-Buben und beiden Trumpfvollen, hat im Beiblatt keine einzige Vollkarte, das heißt die drei fehlenden Zehner sitzen alle bei seinem Partner. Der Alleinspieler hat also einen Fünftrümpfer mit drei hohlen Assen ohne Trumpfvolles. Den kann man natürlich, wenn es einigermaßen gleichmäßig verteilt ist, auch gut gewinnen. Aber in dem Fall müssten die Gegner ja eigentlich alle fünf Vollen nach Hause bekommen, alle drei Zehner und die beiden Trumpfvollen. Und damit hat das Spiel normalerweise keine Chance. Hier kommt jetzt aber schon im zweiten Stich der erste Schnitzer vom Partner hier in Mittelhand, der ist vielleicht dann an der Stelle doch noch ein bisschen unerfahren oder auch sehr optimistisch. Der hat es jetzt geschafft, mit beiden Trumpfvollen hier erstmal nur eine Trumpflusche in den Stich zu legen. Also sehr optimistisch anzunehmen, dass der Alleinspieler jetzt immer wieder Trumpf spielt und man wirklich dann da alle Trumpfstiche machen kann. Es ist ja, unter etwas erfahrenen Spielern schon offensichtlich, dass der Karo Bube natürlich eine Gefahr ist und sehr wahrscheinlich noch einen Stich machen wird und einen Trumpf einsammeln wird. Das lässt sich im Prinzip jetzt nach diesem Stich schon gar nicht mehr verhindern, denn das muss man dem Alleinspieler schon zutrauen, dass der sich dann nicht ins offene Messer wirft und immer weiter Trumpf fordert. So, erstmal ist der Spieler jetzt hier dran, sucht natürlich eine Fortsetzung und wo er gar keinen Trumpf mehr hat, will er jetzt zu Recht übrigens auch die Herz 10 doch noch nicht investieren, hat darüber nachgedacht, kann man vielleicht sogar auch spielen, aber entschließt sich dann doch irgendwo defensiv und aus meiner Sicht absolut korrekt, die Farbe zu wechseln hier auf Karo. Karo 7, Karo 9, genau ins blanke Ass des Alleinspielers. Und der Alleinspieler, der weiß ja eben noch gar nicht, wie schlimm die Verteilung ist, dass 5 Trumpf dagegen stehen. Das ist aus dem ersten Trumpfstich noch gar nicht zu ersehen und hat deswegen relativ arglos, sage ich jetzt mal, die Trumpflusche fortgesetzt. So, das war jetzt natürlich hier die Einladung, die Karo 10 zu schmieren. Das kann ja gar nicht verkehrt sein. Die ist ja völlig ungefährdet hier oder aus der langen Farbe klar, dass das eine gute Entscheidung war. Und jetzt hat der Partner es hier, also tatsächlich, sage ich jetzt mal, ein bisschen auf die Spitze getrieben, hat jetzt erneut nicht den Vollen genommen, sondern die Kreuz 9, wo man natürlich sagen muss, ein Voller in Trumpf war jetzt sowieso verbrannt, daher gar nicht jetzt mehr so kritisch an der Stelle, aber doch trotz alledem zeigt, dass der Spieler da ein bisschen seine Hausaufgaben doch noch nicht gemacht hat. Denn jetzt spätestens ist es doch sehr leicht, ein Trumpfvolles zu erobern. Der Spieler kennt ja jetzt schließlich auch die Gegenkarte und sitzt noch in dem Karo Buben. Der wird also nicht freiwillig wohl Trumpf spielen. So, jetzt ist der Spieler hier dran. Muss eine Fortsetzung suchen und logischerweise, was sage ich euch immer, wie sollte er jetzt idealerweise fortsetzen, beziehungsweise was sollte er eigentlich nicht machen?
ist ja immer so das Gleiche, wenn du gerade den Trumpf-Gleichstand schon hast und dann noch die starken Trümpfe, dann solltest du es eigentlich dem Alleinspieler nicht erlauben, noch einen Trumpf zu verstechen und einen Extrastich zu machen. Trotz alledem ist das gerade ein Muster, was von unerfahrenen Spielern ganz häufig genutzt wird. Oh, ich habe die Stechfarbe, ich versuche ihnen den Trumpf zu kürzen. Und genau so war es denn auch. Also wenn jetzt hier Pik Lusche gespielt wird, dann wird der Alleinspieler nur noch zwei Stiche machen, einmal das Pik Ass und einmal seinen Karo Buben und kann das Spiel natürlich nicht gewinnen. Er kann sich auch übrigens nicht erlauben, in Pik zu schnippeln, weil dann natürlich auf Herz möglicherweise der letzte Pik wegfliegt und sein Pik Ass dann im Eimer ist. Stattdessen hat der Spieler ihn jetzt aber doch auf Schuss gesetzt, also Stechfarbe gespielt und das Karo die Stechfarbe war, wo der Alleinspieler zwei Luschen mit dem Ass rausnimmt und sein Partner dann die 10 wimmelt, das ist, denke ich, auch relativ unstrittig. Damit kann der Spieler hier also jetzt noch einen extra Stich machen. Doch wird ihm das reichen? Logischerweise sticht er jetzt mit seinem höchsten Trumpf, mit dem König. Und weil er übrigens tatsächlich Herz Doppel-Lusche gedrückt hat, hat er tatsächlich erst die offen gespielten Augen 15 im ersten Stich und Karo Ass 26. Mit diesem Stich steht er jetzt auf 33 und logischerweise spielt er keinen Trumpf mehr, wo er alle Trümpfe dagegen weiß, sondern er geht über die Dörfer, Pik Ass, Pik Lusche 44 und spielt mit der Pik Lusche raus. Und jetzt haben wir ja schon mit einem verbrannten Trumpf vollen und einem hingeschenkten Trumpfstich zwei Fehler gesehen, die es dem Alleinspieler ermöglichen, noch in der Partie zu sein. Jetzt hat er also auch hier den Spieler in Vorhand, sage ich nochmal, mit angesteckt und den, sage ich mal, genötigt, tatsächlich jetzt die Herz 10 zu spielen. Was im Übrigen gar nicht unbedingt verkehrt ist, wobei der Spieler hier schon gedacht hat, dass der Alleinspieler vielleicht noch Herz bedienen muss, was unrealistisch ist. Das war eigentlich jetzt klar, was gedrückt ist. Der Spieler hier kann die Partie jetzt immer noch retten bei erst 44 Augen liegen des Alleinspielers, wenn er jetzt eben die Herz 10 mit dem Alten vorsticht, denn ein Trumpf voller ist eben sowieso weg. Dann kann der Alleinspieler im letzten Stich noch das Trumpf Ass bekommen mit Karo Buben und Herz Dame auf 60. Aber das Spiel wäre ja nicht so lustig gewesen, wenn wir jetzt nicht noch diesen Stich gesehen hätten. Vorstich mit Trumpf 10 und der Alleinspieler schafft es also tatsächlich hier überzustechen mit dieser Restkarte und gewinnt das Spiel so giftig, wie es saß, quasi ungefährdet mit 68 Augen. Dann hat mich noch ein Vorschlag erreicht per E-Mail von Martina. Ich möge doch am Ende der Videos einmal die komplette Kartenverteilung zeigen, damit das leichter nachzuvollziehen und zu analysieren ist. Martina, machen wir auf jeden Fall. Hier ist die komplette Verteilung. Alleinspieler also 5 Trumpf in Kreuz mit 3 Assen, hatte in dem Fall Herz 7 und Herz 9 gedrückt. Das soll es dann jetzt für den Moment gewesen sein, aber nachher ist ja schon wieder Rocket. Hoffe, da schaltet ihr auch wieder zu. Bis dann und wie immer, gut Blatt.